Willkommen bei den Lungauer Nachrichten. Habt ihr es auch schon mal in Situation gehabt, dass eure Großeltern euch gefragt haben, ob ihr was im Haushalt mithelfen könnt, aber es einfach keine Zeit gehabt habt, weil zu viel Stress in der Schule war? Genau das ist meinem Kollegen Herrn Kosakiewicz passiert. Und wie er damit umgegangen ist, das zeigen wir euch jetzt. Hallo Oma, was ist los? Ja, nein, ich habe gerade einen Stress, ich habe verschlafen, ich muss jetzt in die Schule. Ich schaue, was ich dann machen kann. Ja, passt, ciao. Ich habe mich jetzt in der Schule informiert, wie meine Oma helfen kann. Und deshalb werde ich jetzt eine Organisation mit dem Namen AG Bitscher drum besuchen. Ich hoffe, die Kinder mir jetzt weiterhelfen. Also, ich stelle jetzt mit den zwei Gründern auf AG Bitscher drum. Ich darf euch bitten, nach dem Motto von Firmenlogo AG Bitscher drum, dass ihr euch kurz vorstellt. Mein Name ist Christian Philipp. Ich wohne in St. Michael. Wir haben dort ein Architekturbüro und habe dann die Idee geboren, dass man Gleichgesinnte sucht, die dann Senioren und Seniorinnen helfen könnten. Ja, ich bin der Louis Doppler. Bin seit Anbeginn bei der AG Bitscher drum mit dabei. Ich habe erfahren von der Idee von Christian, dass Senioren, die noch was tun wollen, was tun können, das Wollen ist, glaube ich, das Wichtigere, andere Senioren, die Unterstützung brauchen, einfach eine Hilfe angedeihen lassen. Und der größte Wunsch der Senioren, der älter werdenden Personen, ist ja in den eigenen vier Wänden daheim zu leben. Wenn du dann einmal Aufträge kriegst, was sind dann so Hauptaufträge für euch, wie Glühbirnen wechseln oder Stirnglander reparieren, das hätte ich jetzt die Quellen gefragt. Ja, die Anfragen sind eigentlich vielfältig. Das geht von Garten betreuen, Hecken schneiden, gröbere Arbeiten und so weiter, die bei uns mehr oder weniger so das Wichtige sind, dafür sorgen, dass der Haushalt funktioniert. Nein, es geht in erster Linie einfach wirklich um die Kleinigkeiten und das sind die, die für uns auch dann das bringen, was uns bewegt, zu helfen, nämlich die Dankbarkeit. Also ich befinde mich jetzt bei einer Frau in Damsweg, bei der Frau Resch, die was das Angebot AG Bitscher drum in Anspruch nimmt. Und deswegen werde ich jetzt mal umleiten und fragen und ihr ein paar kleine Fragen stellen. Also ich sitze da mit der Frau Resch aus Damsweg. Ich werde jetzt sie einfach mal fragen, welche Erfahrungen sie mit AG Bitscher drum gemacht hat und bin schon gespannt auf ihre Antworten. Ja, was soll ich jetzt sagen, wo ich erfahren habe, dass es euch überhaupt gibt? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Und nachdem man, wenn man alt wird, immer Hilfe brauchen kann, habe ich mir gedacht, da probiere ich einmal anzurufen. Und da hat sich der Herr Gar gemeldet, glaube ich, gleich. Und wir haben uns dann zusammengeredet wegen einem Blumengießen, während wir auf Urlaub fahren. Hi Oma, ich habe da eine coole Lösung für deine Haushaltsprobleme gefunden. Ich stand gleich vor deinem Haustier. Magst du mal aufmachen? Hi Oma.